Hallo, ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden heute ein altes Videoformat von mir wieder aufleben lassen. Und zwar werden wir verrückte, skurrile, fragwürdige Beauty-Produkte testen. Das habe ich früher regelmäßig gemacht, aber dann ist es irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Aber jetzt hatte ich wieder richtig Bock darauf und deswegen machen wir das. Ich habe hier alles schon aufgebaut. Es ist mehr oder weniger professionell auf einem Bügelbrett. Ich mache euch mal ein Foto. Kann ich auch eigentlich bei Instagram posten. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, da heiße ich Laura Joelle, dann macht das auf jeden Fall, denn wir sind jetzt momentan 930.000, also es geht auf die Millionen zu. Und außerdem könnt ihr auf Instagram auch immer ganz viel Cooles gewinnen, wie gerade auch zum Beispiel dieses XXL Beauty Paket. Der Link dazu ist in der Infobox. Und für euch mache ich nochmal ein Foto in diesem Format, damit ihr auch sehen könnt, wie wunderschön es gerade hier aussieht. Da liegen schon die Produkte bereit. Okay, und dann würde ich sagen, ich bin hochmotiviert, also legen wir los und ich wünsche euch allen viel Spaß und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn es euch unterhält. Die erste Sache, die wir jetzt mal testen werden, ist dieser beheizbare Wimpern-Curler. Achso, ganz kurz von der Weg, natürlich sind nicht alle Produkte jetzt absolut neu, zum Beispiel so einen beheizbaren Wimpern-Curler. Kennen vielleicht schon manche von euch, ich habe davon auch schon gehört. Aber es sind einfach Produkte, die ich persönlich halt noch nicht ausprobiert habe und ich gerne mal ausprobieren wollte. Beziehungsweise eine Sache ist, glaube ich, doch ganz neu auf dem Markt. Das wäre dann dieses Mitesser-Entfernungsteil, was echt geil wäre, wenn das funktioniert. Das testen wir auch noch gleich. Ich habe gerade gesehen, dass da natürlich erstmal Batterien eingesetzt werden müssen und deswegen habe ich mir gerade die hier geholt. Ich hoffe, die passt jetzt auch. Ja, ich glaube, die müsste... Oh Gott, ich bin schon richtig aufgeregt. Falls ihr mit den Produkten schon Erfahrung habt, egal mit welchem, also konkret jetzt zum Beispiel mit dem, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin nämlich sehr gespannt, mal euer Feedback dazu zu lesen. So, nicht erschrecken, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen sehr nah rangekommen, damit ihr das auch alles genau sehen könnt. Also so sieht dieses wunderschöne Gerät aus. Ich habe übrigens, glaube ich, alle Sachen bei Amazon bestellt. Ich verlinke euch das auch alles mal in der Infobox. Ich habe das Ganze jetzt auf Stufe 2 erhitzt, also auf die höchste Stufe. Ich dachte mir so, wenn schon, denn schon. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Ich mache das jetzt einfach mit getuschten Wimpern. Also man soll die Wimpern so nach oben kämmen. Das habe ich mir nämlich gerade extra angeguckt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also man spürt auf jeden Fall, dass es warm ist am Auge. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht unangenehm. So, okay, ich glaube, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Also, könnt ihr einen Vergleich sehen oder könnt ihr einen Unterschied sehen? Ja oder nein? Gecurlt, ungecurlt? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir einbilden, dass man einen Unterschied sieht. Ich muss aber dazu sagen, dass meine Wimpern gerade eh ein bisschen mitgenommen sind von meinen Wimpern-Extensions und sich erstmal ein bisschen erholen müssen. Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall nochmal versuchen, wenn meine Wimpern generell ein bisschen länger geworden sind. Ich würde dem Gerät auf jeden Fall jetzt erstmal einen Daumen nach oben geben. Okay, weiter geht's mit einer Maske. Und zwar ist es nicht irgendeine Gesichtsmaske, sondern eine Bubble Clay Maske. Also sehr außergewöhnlich vom Namen her. Die soll euer ganzes Gesicht dann quasi einschäumen und das soll den Effekt haben... Was soll das überhaupt für einen Effekt haben? Keep skin young and beautiful, keep skin energetic. Wow, was für eine Beschreibung. Ja, also einfach das Standardmäßige anscheinend. Das soll anscheinend die Haut auffrischen, was da drin ist, die ganzen Inhaltsstoffe. Also gucken wir mal, ob meine Haut dann wirklich so energetic aussieht. Es sieht auf jeden Fall schon mal richtig witzig aus. Da ist auch so ein Schweinchen drauf. Keine Ahnung, warum jetzt so ein Schweinchen für eine Gesichtsmaske als Maskottchen gewählt wurde. Das hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt genommen, aber gut. Okay, krass, das sieht irgendwie aus wie Knete. Okay, riechen tut es eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Also es riecht eigentlich so wie Naturkosmetikprodukt, so ein bisschen nach Erde, so wie es aussieht auch. So riecht's. Ich schminke mich jetzt erstmal ab und dann geht es los mit der Maske. Okay, mein Gesicht ist jetzt abgeschminkt, also würde ich sagen, ja, es ist jetzt leider der Moment gekommen. Ich muss jetzt diese Maske ausprobieren. So. Richtig schön, könnte man sagen. Ich muss euch sagen, das ist irgendwie ein sehr komisches Gefühl. Man merkt nämlich wirklich gerade so richtig, wie das so anfängt zu schäumen. Ich hole mir mal eben meinen Spiegel. Oh, seht ihr das? Das sieht irgendwie übel strange aus. Also... Es fühlt sich auch richtig komisch an. Hört mal alle bitte ganz genau hin, wie das knistert.
Okay, Mist, ich glaube, ihr könnt es nicht hören. Ah, es knistert unheimlich, oh Gott. Ich lese gerade mal nach, das soll ich jetzt 5 Minuten drauf lassen. 5 Minuten sind ja nicht so lange. Ich glaube, in den 5 Minuten werde ich mal ein bisschen Instagram-Story machen und euch hier auch auf Instagram zeigen, wie wunderschön ich gerade aussehe. Ich bin heute den ganzen Tag schon am Videos filmen. Wer sieht mich? Ratet mal, was es für ein Video wird. So, 5 Minuten sind jetzt rum. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die ist nochmal richtig eskaliert, die Maske. Es fühlt sich irgendwie an wie so ein Schimmelpilz auf dem Gesicht. Vor allen Dingen sieht es auch echt so aus, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Also wirklich wie so ein Schimmelpilz. Ich werde es jetzt erstmal abwaschen. Hello, so, die Maske ist jetzt ab. Ich bin zurück. Ich muss sagen, mein Gesicht fühlt sich eigentlich frisch an. Also irgendwie kribbelt es auch so ein bisschen nach. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was die da meinten mit dem Begriff energized. Ja, jetzt fange ich auch schon an, so cool Englisch hier zu reden. Nein, aber ich finde echt, das Gefühl ist wirklich so, dass die Haut jetzt so mit Feuchtigkeit versorgt ist. Ehrlich gesagt bin ich doch positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht von dieser Maske. Übrigens habe ich vergessen, hier den Deckel drauf zu packen. Und jetzt ist hier auch schon wieder so ein Schimmelpilzfilm hat sich hier gebildet. Aber ich nehme mal an, dass das gleich wieder weggeht. Ich denke mal, diese Schaumbildung kommt nur mit Luft zustande und sobald ich das wieder verschließe und da keine Luft dran kommt, wird das dann wieder diese komische graue Grütze werden. Dieses Produkt würde ich auf jeden Fall jetzt auch mit einem Daumen nach oben bewerten. So, meine lieben Freunde, und jetzt kommen wir zu dem Produkt, auf das wahrscheinlich schon die meisten von euch warten, weshalb die meisten von euch überhaupt auf das Video geklickt haben. Und zwar ist es dieser professionelle Mitesserentferner. Ich liebe Mitesserentferner-Produkte. Ich glaube, das geht ganz vielen so, ne? Auch diese Mitesser-Strips aus der Drogerie. Oha, irgendwie sieht das mega edel aus. Das könnte irgendwie auch so ein schickes Parfüm sein, oder? Es könnte auch irgendwie eine Fernbedienung sein, wenn ihr mich fragt. Gut, ich glaube mal, da müsste ich wahrscheinlich auch wieder Batterien einlegen, oder? Oh nee, das lädt man auf mit so einem USB-Kabel. Oh nö, da habe ich keinen Bock drauf, weil das dauert dann ja ein bisschen jetzt. Na, hoffen wir einfach mal, dass es schnell auflädt. Oder vielleicht kann ich es auch benutzen, während es am Aufladen ist. Also das Problem ist, ich habe es gerade schon ausprobiert, dass hier wirklich gar nichts geht bei dem Ding, solange das nicht irgendwie noch voller aufgeladen ist. Also muss ich das leider erstmal ein bisschen aufladen lassen. Mittlerweile ist der nächste Tag. Ich habe gerade geduscht und mich fertig gemacht. Allerdings bin ich noch komplett ungeschminkt, außer ein bisschen Lipgloss, weil ich es nicht ertragen habe, weil ich sonst wirklich komplett weiß wie eine Wand aussehe. Also okay, ein bisschen Unterschied ist da, aber nicht viel. Aber egal, ich bin jetzt ungeschminkt, habe mir die Haare schon gerade so weggeklippt. Da wir jetzt hier dieses Gerät ausprobieren wollen, diesen Mitesserentferner. Der hat hier 3 Buchstaben drauf, L, M und C. Und ich glaube, das steht für 3 verschiedene Stufen. Diese 3 Stufen sollen zum einen erstens für einen Lifting-Modus stehen, zum zweiten für einen Feuchtigkeitsmodus und drittens Tiefenreinigungsmodus. Also da brauche ich ja den Tiefenreinigungsmodus für die Mitesserentfernung, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Der summt richtig. Hört ihr das? Oh Gott. Krass. Ich glaube, da kommt sogar was. Ich zeige euch das gleich aus der Nähe. Oh Gott, ich glaube, ich habe zu doll gedrückt. Obwohl ich jetzt keine Creme und nicht drauf habe, kam da was. Seht ihr das? Allerdings sieht es irgendwie eher so aus wie Kalk. Und jetzt nehme ich mir mal die Nase vor. Da habe ich nämlich persönlich die meisten Mitesser. Ich weiß ja nicht, wo ihr die meisten Mitesser habt. Kinn und Nase bei mir. Oder wir nehmen mal das Kinn. Oh mein Gott, ich merke gerade, wie laut dieses Summen von dem Gerät in der Kamera rüberkommt. Deswegen muss ich jetzt kurz einen Voice-Over machen. Also ich zeige euch hier nochmal die Nahaufnahme von dem Gerät und was da dran hängt. Aber bis auf ein bisschen Talg aus meinem Gesicht oder Hautfett oder wie auch immer, sieht man da jetzt nichts. Also es sind leider keine Mitesser rausgekommen. Also ehrlich gesagt, zum Mitesser entfernen, zum reinen Mitesser entfernen, finde ich dieses Gerät jetzt nicht sonderlich gut. Allerdings soll es ja auch noch andere Eigenschaften haben. Wie gesagt, mit dem Lifting-Modus und Feuchtigkeitsmodus. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil man wirklich merkt, dass das so mit Ultraschall arbeitet. Und die Bewertungen auf Amazon sind auch sehr gut. Manche Leute schreiben auf Amazon, ich habe das Gerät bisher zur Einarbeitung von Serum und Cremes benutzt, aber auch ohne alles. Dabei habe ich keine Schmerzen, aber nach einiger Zeit fühlt sich die Haut komisch kribbelig an. Die Haut fühlt sich aber deutlich straffer an und mit Feuchtigkeit versorgt. Ein tolles Gerät, ein super Geschenk.
Vor allen Dingen das mit dem Geschenk, das steht da jetzt schon zum dritten Mal. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen gekauft, die Bewertungen. Weil welcher Mensch schreibt sonst extra in die Bewertung, ist das auch ein tolles Geschenk. Extra so der Wink mit dem Zaunpfahl. Meine Haut hat eindeutig weniger Unreinheiten und es ist besser durchblutet. Ja, okay. Also ich glaube, man braucht mit diesem Gerät nochmal ein bisschen mehr Einarbeitungszeit. Ich würde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, einfach so, um die Haut zu massieren, dass sie dann besser durchblutet wird. Und dann sieht man vielleicht wirklich auch frischer aus, dass das so einen Effekt hat. Übrigens, ich hatte das Gerät jetzt so angewendet, wie ich es angewendet habe, weil ich das in einem anderen Video so gesehen habe. Aber ich glaube mittlerweile, dass es eher für die langfristige Hautreinigung geeignet ist. Und in den Bewertungen steht auch, dass es am besten funktioniert, wenn man das Gesicht feucht hält. Also nur das als Tipp für euch, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Aber jetzt zur reinen Mitesserentfernung würde ich sagen, ist es jetzt eher nichts. Also bei mir persönlich nicht. Ja, da würde ich euch wirklich, wenn ihr euch nur darum kümmern wollt, um eure Mitesser, lieber diese Mitesserstrips aus der Drogerie empfehlen. Oder auch zum Beispiel dieses professionelle Tool, um Mitesser gut auszudrücken. Dieses mit der kleinen Schlinge unten, dieses silberne. Das kann ich euch mal hier einblenden und auch in der Infobox verlinken. Das funktioniert nämlich sehr gut, nur für Mitesser. Dann geht es weiter mit einem auch sehr interessanten Teil. Und zwar ist es ein Hairbrush Cleaner. Dieses kleine Tool, diese kleine... Ja, es sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Besen, soll man gut verwenden können, um die Haare aus der Bürste rauszukriegen. Und meine Bürste, die sieht echt schlimm aus. Ich glaube, wir kennen das alle, oder dass sich da nach und nach so Haare ansammeln. Und die sehen nicht sehr schön aus und es sieht dann irgendwie nicht so, ja, gepflegt aus. Okay, das ist jetzt das Endergebnis und ich würde sagen, ich ziehe jetzt mal dieses Büschel hier ab. So, eigentlich ganz gut. Diese weißen Fusseln sehen jetzt zwar immer noch nicht so toll aus, aber die Haare sind auf jeden Fall alle weg. Ich versuche jetzt auch nochmal die weißen Fusseln da rauszukriegen. Jetzt hat mich nämlich der Ehrgeiz gepackt. Das ist jetzt das Endergebnis und ich muss sagen, ich finde es echt gut. Natürlich nicht perfekt, aber es sieht auf jeden Fall 10-mal besser aus als vorher. Dieser Hairbrush Cleaner ist jetzt natürlich nichts, was man unbedingt in seinem Leben braucht, aber es ist eigentlich schon ganz praktisch. Also man kann natürlich auch einfach die Finger nehmen, aber mit diesem Ding geht es doch präziser, finde ich. Und deswegen würde ich diesem kleinen Gerät einen Daumen nach oben geben. Ja, und das war's jetzt mit den Produkten. Ich hoffe, dass das Video euch unterhalten konnte. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Daran sehe ich dann nämlich, ob ihr Bock habt auf weitere Videos dieser Art. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Produkte ich als nächstes testen soll. Hier am Rand findet ihr noch meine letzten zwei Videos verlinkt. Und die Links dazu sind auch in der Infobox. Schaut auch gerne auf Instagram bei mir vorbei, da heiße ich Laura Joelle. Und ich freue mich schon auf mein nächstes Video mit euch nächste Woche Sonntag. Ciao!